Herzlich willkommen zu einem speziellen Part von Heyday Farmen bewerten. Heute gucken wir uns die Farm von dem Greg Master an. Ich wurde schon oft gefragt und ja, jetzt ist es mal soweit. Jetzt kurz vorm Halbfinale und Finale der zweiten Season gucken wir uns mal die Farm von dem an. Ich habe ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, mal seine Farm zu bewerten, aber als viele geschrieben haben, ja, mach doch mal Greg, gucken wir uns die jetzt mal an. Ich habe mir die auch ehrlich gesagt noch nie so genau angeguckt, um ehrlich zu sein. Ich habe mir gedacht, ja, das ist eine schöne Farm und so. Gucken wir uns mal an, was das Heyday-Team hier so gebastelt hat. Wir fangen mal mit diesem Bereich hier an, wo eher so Picknick- und Tierbereich ist. Das hier mit den Bäumen und diesem Fluss hier, oder was soll das sein? Keine Ahnung. Wie nennt man das nochmal? Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall sieht das kacke aus hier. Haben sie auch extra ausgegrenzt mit der Hecke. Hätte man vielleicht auch mit Äxten und Sägen wegmachen können. Hätte dann das hier noch erweitern können. Noch weiter runtergehen mit den Wegen. Hätte ich besser gefunden. Genauso wie mit Dümpel, ne? Das nennt man Dümpel, oder? Also? Ja, genau. Dann hätte man diesen Dümpel hier auch noch wegmachen können. Hätte man da, keine Ahnung, so ein... Gerade anlehnt an hier so ein Kinder-Spielbereich-Park. Hätte man dann hier vielleicht noch den Grill hinstellen können. Mit... Weiß nicht, mit Luftballons oder... mit anderer Kinderdeko, vielleicht der Sandkasten vielleicht noch, hätte vielleicht auch noch gut hingepasst. Oder sogar, da ja auch diese Honig, der Honigkreis ist, vielleicht auch sogar den Honigbaum mit den Honigbüschen, vielleicht auch noch gut hingepasst. Okay, dann geht der Weg hier rüber, auch wieder so Picknickbereich, hier ist allgemein so Picknick-mäßig. Hier unten geht's dann mit Friedhofzäunen. Warum sind hier Friedhofzäune? Die passen ja hier überhaupt nicht rein. Und dieser Baum, der steht ja auch voll im Weg. Den Baum will ich wegmachen, die Hecke zumachen. Ich weiß nicht, warum sind die Friedhofzäune drumherum? Die passen wirklich überhaupt nicht rein. Hier würde ich anstatt die Friedhofzäune weiter diese Hecke benutzen. Weil die Friedhofzäune, finde ich, passen hier überhaupt nicht hin. Die Blumen hier am Rand finde ich auch nicht so schön. Genauso wie die Blumen hier um den Baum herum. Hier hätte ich vielleicht alles aufgeräumt. Hier hätte man dann vielleicht auch noch die Tiere hinstellen können. Aber so unaufgeräumt hätte ich das auf jeden Fall nicht gelassen. Finde ich nicht so... Nicht so schön. Okay, dann geht's hier dann weiter mit den Tieren, die hier noch mit an dem Picknickbereich angelehnt sind. Hier auch wieder dieser Dümpel. Was haben die mit diesem Dümpel? Ey, mach den noch weg. Der sieht doch voll hässlich aus. Also, ich habe schon mal Farben gesehen, wo die den richtig gut ins Design mit reingebracht haben. Aber hier sieht der einfach nur kacke aus. Genau, die springen. Hier ist so eine kleine... Springrennbahn für diese Pferde, ne? Ich bin ja gar kein Fan von Springreiten, muss ich ehrlich sagen, weil die Pferde, wenn die mal hängen bleiben und so, die verletzen sich ja abgrundtief und Pferde sind ja Lauftiere und keine Springtiere, also ist das eigentlich schon, geht das schon an Tierquälerei ran, aber ja, es gibt den Sport und was will man machen, aber nur mal so als Info, Pferde sind Lauftiere und keine Springtiere, ja genau, diese kleine Springrennbahn, finde ich cool. Hier Zuschauerbereich für die so, Verpflegung für die Zuschauer. Ist cool gedacht auf jeden Fall. Den Bereich gefällt mir, aber wie gesagt, was ich halt schon dazu gesagt habe. Okay, wir gehen jetzt oben weiter. Okay, Kühe bei der Molkerei ist auf jeden Fall cool. Hier gibt es einen Weg von der LKW-Tafel rüber. Okay. Hier gibt es dann auch die Hunde. Hunde-Babys hier. Kleiner Spielbereich für die Hunde mit dem Reifen. Warum hier ein Olivenbaum steht und einen Baum, weiß ich jetzt nicht. Finde ich jetzt nicht so pralle. Und warum hier ein Mauerstück? Haben die das vergessen? Warum steht hier nur eine Mauer? Hier hinter läuft keine Mauer her. Hier ist keine Mauer. Oh, das haben sie vergessen. Ich sehe alles. Warum haben sie die Mauer da stehen? Keine Ahnung. Okay, hier Weizen um die Molkerei rum. Besser wenn vielleicht Sojabohnen gewesen, weil Sojabohnen braucht man ja für Kuhfutter oder Mais eventuell. Aber okay, kann man machen. Hier ist auf jeden Fall nicht schlecht aus. Hier ein paar Sonnenblumen. Hier geht der Weg vom Schiff zur Bäckerei. Jetzt sieht man nicht, ob da der Weg noch durchgeht oder nicht. Hier hinter geht auf jeden Fall kein Weg durch. Das heißt, zum Hund geht kein Weg. Das heißt, er wird... Ah, hier sieht man ein Stück Weg. Okay, er geht auf jeden Fall bis zum zweiten Ende des Weges. Kann man machen. Dann hier oben Mauer. Aber die geht nicht bis hinten. Hier haben sie schon wieder so einen scheiß Dümpel. Ey, ich weiß nicht, was die mit diesem Kackdümpel haben. Den will ich immer wegmachen. Sie können sich vielleicht keine Schaufeln leisten. Die Mauer auf jeden Fall bis zum Ende zumachen. Dann kommt hier so eine... Die Suppenküche, Nudeldings, Smoothie-Maker und Hotdog-Stand. Und eine Art Verpflegung. Die hätte man auch gut hier unten hinstellen können, wenn man hier aufgeräumt hätte und das verlängert hätte.
anstatt jetzt hier irgendwie so reinzuquetschen, wo es gar nicht so richtig passt. Aber der Weg ist natürlich nice. Der kostet natürlich unendlich Diamanten, aber der Weg ist nice. Dann kommen die Hühner. Das Haus sieht geil aus. Der LKW auch. Ja, gut, der LKW sieht ein bisschen tuntig aus. Nichts gegen Tunten. Und der Straßenverkauf ist okay. Aber das Haus sieht geil aus. Okay, hier ein Holzfällerbereich mit Dixie-Klo. Hier passt der Dümpel. Das Zelt passt auch. Hier passt es. Hier würde ich es auch so lassen. Die Mauer würde ich allerdings noch durchziehen. Durchziehen und auch... Obwohl, das ist so eine Art Waldbereich, ne? Ne, ich würde es... Genau, ich würde es so lassen. Das sieht echt gut aus. Weil hat man dann hier so einen Wald. Das passt richtig so Holzfällermotiv. Das ist geil. Das Zelt passt hier richtig gut. Also, das passt echt gut. Also, falls ihr mal ein Design für Juwelier-Schmelzofen haben wollt und ihr habt da noch ein paar Bäume stehen, dann macht das so. Das sieht gut aus. Und auch mit diesem... das kenne ich gar nicht, das Ding. Also, das Zelt, das kenne ich. Aber das Ding hier mit der Teekanne, das kenne ich nicht. Das sieht gut aus. Okay, dann geht's weiter mit diesem Bereich hier. Hier ist ein bisschen versetzt, das finde ich blöd. Hier hätte ich vielleicht noch eins nach unten geschoben und den Weg dann hier raus gemacht und dann den Weg auch noch durchgezogen, so ein bisschen verbunden. Ich bin ein bisschen angegrenzt an der Zivilisation. Oh, hier haben sie ein Herz gemacht. Das war schön. Finde ich gut, das Herz. Hier geht's dann weiter. Hier würde ich noch ein Feld hinstellen, damit das verbunden ist. Den Steine würde ich wegmachen. Okay, hier ist ein bisschen nichts. Hier hätte ich vielleicht noch irgendwas hingemacht. Das wird hier noch hinpassen. Oder das einfach größer machen und dann unter den Schweinen noch was hinstellen. Weil die Schweine dann mit Blumen umranden. Würde auch gehen. Da hätte man wenigstens den Platz ein bisschen ausgenutzt. Anstatt einfach hier was dazwischen zu stellen. Hier kann man den Weg auch weitergehen, um das dann noch zu verbinden. Die eine Blume ist sowieso überfällig. Dann wegmachen, Weg dahin passt. Okay, der Weg geht dann hier runter. Warum ist hier jetzt Kieselstraße? Ich würde die Straße weglassen. Braucht man nicht. Würde einfach weglassen. Okay. Den Sinn dahinter verstehe ich jetzt auch nicht. Gerade weil der Kerzenmacher hier steht. Aber zum Teestand würde ja viel besser die Hotdog-Maschine passen, oder? Der Hotdog-Stand statt Kerzenmacher dahin. Den Kerzenmacher kann man... Oder das... Weil der Kerzenmacher passt jetzt zur Honigschleuder. Den Kerzenmacher hier in... diesen Kaffeekiosk dann dahin. Zuckermühle passt ja eigentlich auch nicht hin. Vielleicht Zuckermühle dann auch mit Hotdog-Stand tauschen. Hier oben ist sowieso ein bisschen random. Oder Zuckermühle und Kerzmacher mit Smoothie-Maker und Hotdog-Stand tauschen. Ein Teestand passt hier hin, finde ich gut. Hier würde ich eine Öffnung reinbasteln, damit das verbunden ist. Vielleicht würde ich dann sogar diesen Weg hier austauschen zwischen dem... mit dem grauen Weg, da hat man hier eine Verbindung. Da hätte man nur für die so eine Art Weg, beziehungsweise so eine Art, ich weiß nicht, ob ihr das so von Freizeitpark kennt, wo man dann so auf so eine Stufe geht, wo man dann vor dem Stand steht. Das ist das dann quasi hier. Würde ich aber die Hecke auch, aber auch dann hier beenden. Brauchen wir die nicht durchziehen. Obwohl, die geht ja auch noch weiter, ne? Okay, dann würde ich die doch lassen. Hinter ist wieder viel Wald, was aber nicht mal jetzt hier zum Holzfäller-Dings zählt. Ich würde das dann auch aufräumen. Aufräumen und dann vielleicht die Hecke auch durchziehen. Aber ich würde ja erstmal aufräumen und das Design auch wieder hier weitergehen. Ich sehe schon wieder einen Dümpel. Ich glaub's nicht. Hä, was ist das denn für ein Ding? Das ist eine Nudelküche, ne? Okay. Habe ich noch nie so genau betrachtet. Die ziehen in so einen Flock oder Fall. Flock oder Fall, weiß gerade nicht. Fall. Fall-Flock-Gehege eingeknastet. Sieht cool aus. Den Stein würde ich wegmachen und die verbinden. Stein ist irgendwie überflüssig. Aber das hier finde ich geil, ey. Ein richtiger China-Bereich. Da passt auch die Nudelküche dazu. Ist nicht, was ist das für ein Ding? Suppenküche, Nudelküche, keine Ahnung. Das hier ist geil, dieser China-Bereich, echt. Aber Dümpel passt trotzdem nicht dazu. Ich würde die goldene Mauer zumachen und hier hinter dann vielleicht noch das Design, was man hier oben hin machen würde, dann noch damit verbinden. Vielleicht die Mauer dann auch zumachen, damit man eine Abgrenzung hat zum unteren Bereich, was da noch kommt. Das gucken wir uns gleich an. Ja, der China-Bereich ist geil. Das Reis passt dazu. Der Reis. Ja, ist egal. Okay, dann geht's hier runter. Die Pflaumenbäume stehen ein bisschen random hier. Was kommt jetzt hier? Eine Art Naturpark sieht's aus, ne?
Der Gartenzwerg sieht cool aus, aber dann würde ich hier keinen Dümpel hinstellen, sondern einen richtigen Fluss. Ja, unten ist dann wieder so ein bisschen viel Chaos, ne? Hier ist zum Beispiel gar nichts gemacht, das finde ich mega kacke. Ja, ist hier unten, das gefällt mir jetzt nicht so. Also hier rechts unten. Hier, das hier sieht cool aus. Hier denkt man, oh, es kommt so ein Freizeitpark, so ein Tierpark-mäßig. Und dann kommt hier aber Rotz. Ne, kommt einfach so. Scheiße. Er will die dann auch aufräumen und das dann so vergrößern, dass man dann so eine Art Freizeitpark, Naturpark-mäßiges Design dahin bauen kann. Vielleicht auch dann mit den Designstücken aus dem Reservoir oder aus den Designstücken, die man hier dann bekommt von den Klopapiererweiterungen. Ja, das war Gregs Farm, ne? Boah, habe ich jetzt so lange. Boah, Gregs Farm habe ich ausführlich jetzt mal hier bewertet. Meine Bewertung für Gregs Farm. Mir gefallen viele Sachen, ich habe ja gehört. Ich gebe Greg für die Farm. Ihr könnt an dieser Stelle mal eure Meinung vorher in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Ich gebe Greg eine 7 von 10. Mir gefällt, wie gesagt, vieles nicht. Vieles kann man besser machen, vieles ist auch so unordentlich. Für Level 100 muss da Greg auf jeden Fall. Und auch weil es eigentlich von Supercell die Farm ist und man hier eigentlich alles machen kann, was geht. Finde ich jetzt eine 7 von 10. Gerechtfertigt für die Farm. Und ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, 7 von 10. Was haltet ihr von der Farm von Greg? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Ciao. -i.